Unruly Evil. Dass die Pinky Demons fast ausschließlich unsichtbar sind in der Episode. Das war auch ziemlich nervig. Ich bin da hinten durch, scheinbar. Gut. Oh, komm ich wieder zurück? Ah, geht's lang. Oh Gott. Das ist ein... Ja, oh Gott, nicht. So schlimm war es jetzt aber auch nicht. Hätten sie durchaus schlimmere Gegner reinpacken können. Das war noch okay. Hör noch Gegner. Irgendwo rennt hier noch rum. Ach, hinter der Tür. Oh, ist das nicht auch noch eine Tür? Nope. Tür geht zu. Da will ich gar nicht rein. Egal. Oh wow. Okay, hier hätte ich jetzt ohne das Auto eben besser getroffen, tatsächlich. Das ist doch ein Schalter, oder? Oh Gott, das wäre ein... Wo? Das hier, okay. Das ist Exit. Komme ich aber nicht lang. Ich fürchte, dass das so endet. Nicht mal Drops. Nicht mal Drops lassen sie los. Muss ich mir vorstellen. Irgendwie auf der anderen Seite ist noch, oder? Ja. Das war gut. Okay, das war das Level. Springen wir einfach raus oder was? Okay. They will repent. Das war ein relativ kurzes Level. Was sind wir denn jetzt? So ein 5. Wir haben ja auch schon die Hälfte geschafft. Ja.
Doch, das macht Schaden. Ich dachte, das macht keinen Schaden. Ich dachte, das wäre Blut. Wahrscheinlich ist es doch kein Blut. Oder es ist Dämonenblut und das schadet. Oh no, komm schon, muss das sein. Warte mal, kann ich Dings machen? Ja. Okay. Wundert mich, dass ich den Dude getroffen habe und nicht die, die Tonne. Das soll mir recht sein. Wait, what? Wait, what? Ne? Ne. Wir werden Gegner. Was schießt denn da auf mich die ganze Zeit? Wo ich nicht sehen kann. Oh. Das sind aber auch unsichtbar. Oh. Gut. What? Hat sich gerade angefühlt, als hätte ich 3 Bälle auf einmal reingekriegt. Nee, aber von der Lebenspunktanzahl her kann es nicht sein. Dann war es nicht so. Ein Teleporter. Oh Gott. Das ist nicht ganz so schlimm. Ja, Dude. Wo kommt ihr her? Dude, wo kommt ihr her plötzlich? Wieso sterbt ihr nicht? Komm mit euch. Wo ist der andere? Da noch einer. Ist was hier zu sein? Das ist wahrscheinlich ein. Ja. Ein Schlüssel. Das ist gut. Raketen ist auch gut. Oh, da kann man runtergucken. Die Tür will ich jetzt nicht öffnen, auch wenn ich sie kann. Erstmal hier draußen weiter gucken. Komm hier denn her? Hier war die ganze Zeit in dazwischen drin gestanden. Deswegen. Okay, gut. Das ist hier auch nochmal eine normale Tür. Und was ist denn das denn für eine Tür? Hier braucht man überall. Aber von der Seite ist es auch eine rote Tür. Ha. Schlüssel. Oh. Habe ich den Schlüssel gerade rückwärts geholt? Kann das sein? Ja, Senta. Willkommen. Guten Abend. Na los, geh runter. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gerade rückwärts geholt. Kann das sein? Mir recht sein. War schon irgendwo eine blaue Tür?
Frage ist, kann ich da hoch oder werde ich... Ja, kann ich. Immer K.O., immer bei mir. Sollte mal wieder Safety saven. Ups. Stirb. Ich sehe nicht, wer da rumrennt. Ich muss da rüberlaufen zum... Da hinten ist die blaue Tür. Dann gehe ich anders, so. Dann gehe ich anders lang. Dann bin ich näher am... am Anzug. Ich hätte auch hier runtergehen können. Wait, noch ein Schlüssel. No. Oh, da hinten. Kann ich. Hier muss noch irgendwo ein Ding sein. Oh Gott. Das ist eine BFG, die will ich haben. Kann ich überhaupt noch haben? Wait. Ah, kann ich haben. Ach, da komme ich jetzt hin. Oder? Ist das nicht der, Weg? Doch. Ich darf hier nur nicht das Exit öffnen. Ich muss die BFG mir erst holen. Aber wie? Wait. Guckt man denn da hoch? Kann ich springen? Kann ich von da drüben? Nein, das geht nicht, oder? Von da rüberspringen? Das reicht doch niemals. Das ist nur ein Bait, dass es überhaupt gar nicht geht.
hätte vorhin Ziel speichern sollen. Kann ich auf in das Fenster reinspringen? Ich glaube nicht. Da wäre die Härte. Oh shit, das sieht so aus, als würde man es können. Das ist krass. Bedeutet, man hat sich den kompletten Schlüssel sparen können eigentlich, indem man einfach direkt rüber springt. Oder war das Fenster zu? Das ist ziemlich krass. Against the Wickedly. Und wieder so komischer. Sind wir jetzt... So, das ist 6 erst. Oh Gott. Ohne Witz, die Köpfe sind die schlimmsten Gegner. Holy shit. Kommt her. Gut. Ja, weg mit dir. Ah, unten ist ein Anzug, das ist gut. Und den werde ich wohl auch brauchen. Ja, da hinten ist ein Tunnel, da muss ich rein. Da ist auch ein Tunnel. Okay. Mit Anzug. Da unten ist ein Gegner. Viele Gegner. Oh boy. Hier unten ist mehr Level wie oben. Zur Hölle. Hier ist ein Rucksack, das ist geil. Rucksack, das ist geil. Merkt euch, das Rucksack ist geil. Weiß nicht, wo lang. Bin ich hier oben? Was bringt es mir hier? Hier rumzustehen? Schießt denn da auf mich? Ah, ich muss mal links machen.
schieße ich gar nicht hin. Hey. Okay. Wahrscheinlich muss ich. Sind hier die Raketen dafür da, zum Max-Snipen die Gegner. Aber. Weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. In der Mitte ist ein Teleporter. Oh, der Teleporter. Ah, kann das sein, dass man auch auf der anderen Seite sein kann? Oh no. Nee, es ist mein Teleporter. Wenn ich hier hochgehe, kann ich unmöglich woanders teleportieren. Warum werde ich auch anders teleportiert? Wie ist das denn möglich überhaupt? Natürlich! Wollen wir den hier machen? Kann ich durchschießen? Kann ich durchschießen? Ja. Kann ich das machen? Das kann er machen. Ganz toll. Und ich habe nicht gespeichert, glaube ich. Ein Tactical Zwischenspeichern auf jeden Fall. Ich häng fest an der Wurzel da. Geil, jetzt wissen wir Bescheid. Das ist einfacher. Ist irgendwo ein Pinky noch? Gar nicht gut. Oh Gott, haben die mich gerade weggezogen. Holy shit. Sieht's noch schlechter als wie vorhin, Mann. Warum? Da war. Was hat mich denn abgeschossen? Ich hasse das so sehr. Man einfach random stirbt, ja? Ich muss speichern, bevor ich in die Kanalisation da reingehe. Und die Mistviechköpfe dürfen mich nicht treffen, Mann. Nicht so schlimm, ich habe über 100 Leben. Trotzdem noch. Komm
letztes Leben. Dude, really? Ups. Warte mal, ich glaube, ich habe da noch ein paar liegen lassen. Medkits und so. Ja. Zwei von denen? Nein, da war keine Ecke. Da war ich möchte meine Lebenspunkte zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich den Dude durch... Läuft da noch einer? So... Und da um die Ecke ist direkt dann... Wo? Was ihr könnt, kann ich auch. Auf der Seite, da dürfte aber nichts möglich sein. Das war bad. Eigentlich wollte ich die andere Waffe haben. Die schießt nicht durch. Gut, wer ist da? Wer schießt? Was soll das denn? Gehen wir erstmal da lang. Oh.
Holy shit. Die sind halt alle nicht gut gelaunt. Ich kann hier doch nichts tun. Ich brauche Schlüssel vorher. Gut. Wo kommt denn der Schuss her? Hä? Wait, what? Bin ich dumm? Kann der Schuss gerade aus dem Nichts? What? Wie kann der denn von da kommen? What? Da ist eine Wand, die keine Wand ist! Das ist ein dummes Level. Ich weiß nicht mal, wo die Schlüssel sind. Du bist auch eine BFG. Ich runterspringe, aber ich habe kein Dings, ich habe keinen Anzug mehr. Es wird wehtun, wenn ich es überhaupt überlebe. Ich glaube nicht, dass ich es überlebe. Aber wo BFG, die ich auch schon lange benutzen kann. Geöffnet. Was hab ich gerade geöffnet? Ich kann mit nichts durch die scheiß Wand durchschießen. Was hat mit diesen Projektilen? Da ist noch Schlüssel auf jeden Fall drin. Ich weiß aber nicht, ob die Dinger runtergehen, wenn ich ihn besiege. Tun sie nicht? Was ist denn ein Level? Was hab ich jetzt überhaupt. Was hat der Schaller getan? Doch scheiße, Mann. Wait, wo bin ich? Ja, oben. Ah, kann ich hier reinhüpfen? Oh. Oh. Hier komme ich zu einem Schlüssel. Da drüben die Tür, die anderen zwei Dinge gehen nicht. Wieso lebt? Sind du respawned?
Der kann da durchfliegen. Was ist das denn? Das ist durchaus ein bisschen mies, ja. Egal, jetzt haben wir den Schlüssel. Mit dem roten Schlüssel können wir uns da hinten noch eine Kiste, noch eine Dings, einen Rucksack abholen. Sehen wir es? Ja, das ist die vierte Episode. Die vierte Episode, auch bei Wolfenstein war die vierte Episode schon ziemlich übertrieben. Aber das Level-Design ist schon besser wie bei Wolfenstein. So, kann ich jetzt da einfach durch? Nee, jetzt ist einfach nur das hier offen. What? Okay, gut. What? Das klingt nach großem Gegner. Der tot ist. Den Schlüssel habe ich noch gar nicht. Wait, da wollte ich nicht hin. Ah, hier mal. Was hat er schon da gemacht? Ah. Ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Zum Glück habe ich hier schon alles leer geräumt. Gut, die leer geräumt. Ich habe es bei Wolfenstein schon gesagt. Das ist ja eins der ersten. Der ersten, 3D-Spiele. Und da müssen die, haben die sich erst eingrooven müssen mit ihrem, mit Level-Design. 2D von oben ist relativ, ist wesentlich einfacher zu gestalten als von First Person. Vor allem First Person. Aber von oben hast du immer den Überblick über andere Gänge, ja. Wenn du von der First Person bist, siehst du die anderen Gänge nicht. Aber die wussten ja nicht, wie sie es am besten gestalten, damit es übersichtlich ist für den Spieler. Das heißt, die konnten theoretisch, holy crap, nur 2D-Level-Design anwenden und langsam lernen, wie es in 3D funktioniert. Warum so ein Dicker? Das war dumm, ich habe zu früh geschwenkt. Wo habe ich das letzte Mal geladen, gespeichert? Das Wolfenstein 3D Kopfschmerzen bringen. Ja gut, das liegt ja daran, wie das 3D generiert wurde in Wolfenstein 3D. Das war ja ein ganz anderes. Idee-Konzept. Wenn man es genau nimmt, war Wolfenstein 3D nicht mal richtiges 3D. Oh Gott. Aber es sah 3D genug aus, dass es 3D war. Ich lasse mal noch. Vielleicht brauchen wir dich noch. Oh.
Ich glaube, ich baller da die BFG nach da hinten. Hat da keinen Wert. Ich habe keine Munition für diese Waffe. Nun! Ich würde gerne mir den Rucksack noch mitnehmen für mehr Munition. Geht das überhaupt? Einen Rucksack habe ich schon mitgenommen. Kann man den nochmal erweitern? Ich hasse es, wenn ich zu weit überlaufe.